Hallo, ich bin Konrad Trennert und ich möchte Ihnen mit dieser Excel-Arbeitsmappe einige Excel-Zeitfunktionen näher bringen und auch einige Besonderheiten erklären. Und am Ende dieses Videos steht dann, wie man solche Zeitfunktionen, die dann sehr komplex in Funktionen mit anderen Funktionen kombiniert werden, wie man daraus dann eigene Funktionen entwickelt, falls sich das denn als sinnvoll erweist. Ich möchte aber jetzt zunächst erstmal die grundlegenden Dinge zu Datum und Zeit zeigen. Da ist nämlich einiges zu beachten. Wir sehen ja hier in dieser Tabelle, ist recht einfach aufgebaut, in der Spalte A, da steht was von Datum, also die Tage, an denen die Mitarbeiter gearbeitet haben. Der 2. und 3. Juli, das war ein Sonntag. Dann haben wir hier die Personalnummer der Mitarbeiter, die gearbeitet haben. Dann haben wir hier die reale Uhrzeit, wann sie gekommen sind oder wann sie gegangen sind. Aber dann steht hier nochmal das Gleiche im Zeittakt. Im Augenblick wird hier bei diesem Beispiel im 15-Minuten-Zeittakt gearbeitet. Wir sehen, hier oben steht 15 und wenn ich da 5 eingebe, dann fällt Ihnen auf, dass sich hier diese Zeiten, an denen der Zeittakt gerechnet wird, ändern. Ich schreibe wieder die 15 dahin. Achten Sie darauf, Spalte E und F. Da gibt es also Änderungen. Was soll das? Wir haben hier in der Spalte C und D die Uhrzeit, die auf der Uhr des Arbeitnehmers gestanden hat, als sie dann an der Stempeluhr an- oder abgestempelt haben. Aber in den meisten Betrieben wird da nicht nach Minute oder Sekunde genau abgerechnet, sondern es gibt einen Zeittakt, im Augenblick in diesem fiktiven Betrieb hier einen 15-Minuten-Zeittakt. Das heißt, wer um 7:45 Uhr kommt, da wird auch 7:45 Uhr aufgezeichnet, weil die Viertelstunde gerade begonnen hat. So ist es dann natürlich auch bei der Gehzeit. Wer um 15:30 Uhr geht, da wird das auch genau aufgezeichnet. Wenn jetzt jemand aber bei diesem Zeittakt von einer Viertelstunde um 7:46 Uhr kommt, dann wird der Beginn des nächsten Zeittaktes, also 8 Uhr, aufgezeichnet. Und wenn er um 16:59 Uhr gehen würde, was wahrscheinlich dann auch keiner macht, dann würde 16:45 Uhr aufgezeichnet. Das heißt, 14 Minuten gehen dem verloren bei der Zeitabrechnung. Und das sind also Dinge, die hier bei diesem Beispiel eine Rolle spielen werden. Bevor wir da näher drauf eingehen, will ich aber hier erstmal etwas zum Datum und zur Zeit sagen. Datum und Zeit werden dezimal aufgezeichnet. Damit könnten wir wenig anfangen, weil wir sind eben gewohnt, zum 1. Juli, 1. Juli zu sagen, nicht 40.300 irgendwas. Und zu 12 Uhr wie hier, da sagen wir 12 Uhr. Und nicht 0,5, weil der Tag halb rum ist. Aber genau das steht hinter diesen Daten. Wenn man das jetzt mal ohne Formatierung anschaut, das kann man ganz gut machen, wenn man bei Formel hin raufklickt und wählt dort diese Schaltfläche hier Formel anzeigen. Dann sehen wir, der 1. Juli, da steht hier 40.725. So viele Tage sind seit dem 01.01.1900 rum. Und dann stand hier bei der Uhrzeit an einer Stelle 12 Uhr, hier bei der Gehzeit, 0,5, da war der Tag halb rum. Und an diesem Tag, da hat der Mitarbeiter um 1 Minute nach 0 Uhr angefangen, also 0 Uhr 1. Wie kommt diese komische Zahl hier zustande? Kann man sich ganz einfach vorstellen, wenn der Tag 1 gezählt wird, dann ist der halbe Tag, also am Mittag ist 0,5 rum. Und nach einer Minute ist 1 durch 24 mal 60 rum, weil der Tag hat 24 Stunden und die Stunde 60 Minuten. Also kommt hier 1 geteilt durch 24 mal 60 und das gibt diese Zahl. Das kommt dann hier hin. So viel zum Hintergrund. Sie sehen also, Datum und Uhrzeit werden intern dezimal festgehalten. Aber damit können wir wenig anfangen und deshalb schalte ich jetzt wieder diese Formelanzeigen-Schaltfläche in die Ausgangslage. Und da sehen wir, wo der Cursor steht, eben diese 0,00 irgendwas. Da steht jetzt wieder die 1 Minute nach Mitternacht. Und hier steht daneben 12 Uhr, da stand die 0,5. Also Datum, Uhrzeit, das sind intern Dezimalangaben, die dahinter stehen. Und die Formatierung macht das, dass wir das also in der üblichen Weise auch erkennen. Das, was hier in der Spalte E jetzt als Formel steht,
Das sollte man kurz erklären, wobei das ist ja eigentlich jetzt nicht beim Excel-Kurs die Aufgabe, aber trotzdem versuchen sollte ich es mal. Wir sehen hier einen sehr länglichen Ausdruck bei der Formel. Und das Wichtigste, was man zunächst verstehen muss, das ist dieses hier, was ich jetzt gerade hier überstreiche. Mit Ganzzahl Minute durch die Dauer des Taktes, also in diesem Fall ist das hier die Zelle, die hier angegeben ist, G1, wo die 15 steht. Damit wird ermittelt, wie oft dieser Takt ganzzahlig in der Minutenzahl enthalten ist. Und dieser ganzzahlige Anteil, der wird dann mit der Taktlänge, also in diesem Fall mit 15, multipliziert. Und dann kommt eben eine Zahl heraus, die zu vergleichen ist mit dem, was auf der Uhr stand. Und wenn diese Zahl, die da verglichen wird, eben mit dem blau eingerahmten hier, C6, wenn das identisch ist, das heißt, man ist genau in dem Zeittakt gekommen, dann wird auch diese Minuten, also wird auch genau diese registrierte Uhrzeit genommen, C6. Da wird dann genau dieser Eintrag vorgenommen. Das passiert dann aber in der Regel nicht, dass man genau zum Zeittakt kommt. Wenn das nicht der Fall ist, dann gilt dieser Ausdruck. Dann wird die Stunde genommen, die hier bei der Uhrzeit stand. Die wird, weil das ja eine ganze Zahl ist, durch 24 geteilt, weil wir haben ja vorhin schon mal im Video gehört, dass das hier alles Dezimalzahlen sind. Der ganze Tag, die 24 Stunden des Tages ist 1, wenn man es dezimal darstellt. Deshalb also die Division durch 24. Dazu addiert wird das, was ich eben schon mal erklärt habe, Ganzzahlminute C6 durch die Taktlänge. Das gibt also einen Faktor, wie oft ist also in dieser registrierten Minutenzahl die Taktzeit enthalten. Und die wird dann, da wird dann noch eine 1 addiert, weil bei der Kommzeit wird ja dann der nächste Takt gezählt, also der noch nicht angefangen hat. Und damit man dann wieder eine Minutenzahl hat, wird das mit der Taktlänge multipliziert. Dann habe ich eine Minutenzahl, aber ich muss das ja wieder umrechnen auf den Tag. Deshalb muss ich hier dieses, was ich da als Minutenzahl habe, durch das Produkt aus 24 mal 60 multiplizieren. Damit rechne ich ja wieder die Minuten um in Anteile eines ganzen Tages. Das Ganze wird, wie wir das ja eben schon gesehen haben, zu der Stundenzahl, die durch 24 geteilt wurde, addiert. Dann habe ich hier an der Stelle das, was da als Uhrzeit dezimal registriert wird. Und dann kommt man hier genau auf die Kommzeit in dieser gewählten Taktfrequenz. Die Gehzeit, die ist im Vergleich zur Kommzeit wieder recht einfach zu verstehen, was da an Ausdruck steht. Wir sehen ja, Unterschied in der Länge ist also enorm. Das liegt einfach daran, bei der Kommzeit, da muss ich ja den nächsten Takt nehmen, der noch nicht angebrochen ist. Und das macht eben diese Fallunterscheidung nötig. Bei der Gehzeit, da wird einfach der Zeittakt abgerundet auf das, was vollständig als Takt in der Uhrzeit, die beim Gehen registriert wurde, enthalten ist. Und das sehen wir ja, das ist also auch hier in dem Ausdruck dann zu finden. Ganzzahl Minute D6 durch die Taktlänge, das gibt also eine Zahl, die ganzzahlig enthalten ist. Und damit man dann diese Minutenzahl ausrechnet, die registriert wird, muss das dann wieder mit G1, also mit der Taktlänge hier, multipliziert werden. Und weil wir ja dann eine Minutenzahl haben, intern wird das wieder in der Tageslänge, die mit 1 festgelegt wurde, festgehalten. Und weil die Umrechnung von Minute auf Tag eben gegeben ist durch diesen Faktor hier, der hier im Nenner steht, kommt dann dieser Ausdruck zustande. Wie dieser Ausdruck zustande kommt, das habe ich jetzt erklärt. Vielleicht noch ein Wort zu den absoluten Zelladressen. Die sind hier grün dargestellt. Das ist die
die Zelle mit dem Zeittakt, 15 Minuten zur Zeit. Warum ist das so? Damit ich später die Formel einfach nach unten kopieren kann, ohne nochmal Hand anlegen zu müssen. Das zeige ich einfach mal, dass diese Formel jetzt so okay ist. Ich lösche einfach hier unten drunter das alles raus. Und Sie sehen, wenn ich diese beiden Zellen hier mit den Formeln für die Kommt- und die Gehzeit nehme und fülle die nach unten aus, dann haben wir das gleiche Ergebnis wie eben, weil eben der Zeittakt festgehalten wurde. So eine Formel ist vielleicht okay, wenn man die nur einmal braucht in einer Tabelle, aber wenn man die regelmäßig braucht, dann sollte man diese als Visual Basic Funktion festhalten und in Form eines Makros für die Funktion der Vorlage zuordnen. Wie diese Funktion funktioniert, das will ich jetzt mal zeigen. Ich lösche das hier wieder raus, gehe an diese Stelle. Diese Funktion ist also jetzt schon da. Wie sie entwickelt wird, werde ich später zeigen. Ich gehe dann hier auf dieses Symbol für die Funktionen. Und dann habe ich hier in der Gruppe der Benutzerdefinierten die beiden Funktionen, die ich aufgrund dieser Formel, die ich eben gezeigt habe, schon entsprechend entwickelt habe. Da ist jetzt die Kommtzeit als erstes. Und da sehen wir, da gehen zwei Argumente ein. Die gemessene Zeit hier aus der Spalte und die Taktminuten. Ich klicke dann jetzt auf OK. Die Kommtzeit, die lese ich hier also ab, 7.14 Uhr. Die bleibt auch so, wie sie da steht, relativ. Aber den Zeittakt, den ich hier oben habe mit 15 Minuten zur Zeit, den muss ich absolut machen. Das heißt, da betätige ich nochmal die F4-Taste. Dann steht hier auch die 15. Ich klicke dann auf OK. Und das mache ich bei der Gehzeit genauso. Gehe also hier auf diesen Funktionsassistenten. Da wähle ich jetzt die Gehzeit. Ist ja hier schon ausgewählt. Gehe auf OK. Und da klicke ich hier auf die 16.51 Uhr in der gleichen Zeile. Und die Taktminuten, die halte ich auch wieder fest, indem ich hier auf G1 klicke und dann die F4-Taste drücke. Und da steht jetzt auch eine 15. Und da steht jetzt 16.45 Uhr. Das heißt, wenn ich jetzt diese beiden hier nehme und fülle die nach unten aus, dann sehen wir das Ergebnis, das gleiche wie eben mit dieser längeren Formel. Das, wie man das letztendlich entwickelt, wie man diese VBA-Funktion bekommt, das zeige ich dann in einem anderen Video.